Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hot Online Farm mit mir, dem Kellerkind. So, Feld 74 ist abgeerntet. Da ist der Unimog bereits die erste Tour am Fahren. Und jetzt hatten wir ja noch Feld 70 angenommen. Und da müssen wir den Kurs erstmal einstellen. Machen auch drei Vorgewände. Mach ruhig scharf. 6 Meter ist okay. Aktuelle Position ist auch. Können wir so lassen. Und Abfahrer einstellen. So, der Abfahrer steht hier unten auch schon. Unimog ist jetzt mit einem Anhänger unterwegs zur Brauerei. Der Holzfahrer ist auch schon unterwegs. Eine Ladung Holz wieder zum Sägewerk zu fahren. Der ist bei der Brücke. Okay, dann ist der auch gleich schon da. Kämpft sich natürlich hier den Berg hoch. Werden mit Sicherheit nochmal fahren müssen. Oh, hier fährt gerade die weiße Flotte vorbei. Dann kommt er hier an den Bäumen vorbei. Das ist meine... Hier ist okay. Hier könnte es knapp werden, weil er ein bisschen ausholt. Ach, da sehen wir auch den Holzfahrer. Ich nehme den mal raus. Und lenke ihn mal um den Baum. Passt das so? Ja. Können wir den auch wieder einstellen. Dann hat er nämlich sein erstes Vorgewende erledigt. Und dann, nee, das Rohr brauchst du noch nicht. Bisher ist bei 25%. Ja, du hast noch ein Stück des Weges vor dir. Wie sieht's mit dir aus? Du bist fast da. Dann können wir den mal selber fahren. Welche Seite haben wir? Abkippseite? Links. Gehen wir auf rechts. Und der Trigger ist hier am Gebäude direkt dran. Ich hoffe mal, wir können hier sauber abladen. Auch rechts. Noch kriegen wir kein Symbol, aber ich bin jetzt wieder auf den...
Wir bekommen kein Signal. Versuch mal so abzukippen. Nee. Gar nicht. Ich drehe hier vorne mal. Also das ist ganz schön tricky. Nehmen vielleicht nur mal den Unimog. Jetzt linke Seite. Wir müssen vielleicht weiter weg, kann das? Wir brauchen vielleicht nicht so nah dran. Ist das vielleicht die Lösung? So, den Unimog haben wir dann also leer. Dann hol dir mal den Anhänger. So, die schalten wir jetzt auch auf links. Da kam jetzt gar nichts. Das ist aber nicht so schön, dass man hier so probieren muss. Gerade mit so einem Drehschäbel hinten dran. Das sieht gar nicht gut aus. Das ist die Produktion. Da können wir auch nichts anliefern. Na, jetzt komm schon. Schauen wir mal. Hier ist nichts. Müssen wir ganz ran. Ich schiebe ihn jetzt ganz... dass wir irgendwo mal Punkt erwischen. Also ich glaube, hier werden wir nicht noch mal anliefern. Wenn wir hier so lange hampeln müssen.
Jetzt versuche ich mal was. Tut mir leid. Ich drehe den mal vielleicht so rum, dass wir vielleicht rückwärts ranfahren. Quasi so einlenken. Und dann auf hinten stellen. Und der Drescher ist bereits voll. So, da war was. Dies ganz dicht dran. Also, gut, jetzt haben wir den endlich leer. So, und aber wir müssen hier nochmal anliefern. Also, das ist sehr schlecht gemacht, würde ich sagen. Wir schicken den jetzt erstmal wieder zum, oder lassen ihn Getreidelader aufladen und Brauerei, das war Gerste. Da oben. Abmarsch. So, dann können wir dich mal eben leer machen. Und ich meine, ich hätte schon die Meldung gesehen, dass der Holztrailer am Sägewerk angekommen ist. Ach, du fährst ja gleich los, ne? Muss ich ja mitfahren ein Stück. Wenigstens die Reihe. Dann sollte das nämlich reichen. Nicht so schnell. Schon zu 90% gefüllt. Aber ich werde gucken, dass wir den Trailer voll machen. Du bist auf dem Rückweg. Hier sind wir. Den Trailer voll machen, damit wir dann nicht wieder bei 99% stehen bleiben. 26.000. Schöner Wert für 5-6 Bäume. Wo ist der Flieger? Sehen wir ihn gar nicht. So, dann kannst du bitte wieder zum Hof. Gurte können weg. Der ist so gut wie fertig. Die letzte Bahn. Hier können wir den Düngerstreuer mal wegsetzen.
Ja, wir kommen ja gleich. Den mal raus, abfahren lassen, löschen. Können wir hier vielleicht noch mal ein paar. Aber das ist nicht viel, wenn man das sieht. 13 sind wir jetzt. Ich wollte hier in der Mitte war noch ein kleiner Streifen, den wollte ich noch mitnehmen. Also. Das sind einzelne Körner, die wir jetzt hier aufsammeln. Hier vorne war, glaube ich, noch... Da, ja. Aber das dürfte jetzt auch nicht viel sein. Ja, 5 Körner. Machen wir dein Schneidwerk schon. Machst du gar nicht. So. Und dann müssen wir gleich mal gucken. Ich meine, es wäre zum Hafen gewesen. Nicht selber abladen, das wollen wir dann selber machen. Müssen uns nämlich da auch dann die Preise angucken. Schicken wir den mal los und schauen mal. Die beiden Aufträge haben wir aktiv. Hier haben wir 91%. Wir werden wahrscheinlich noch ein drittes Mal fahren müssen. Weil 84 war ja Ende. Das sind 6-7%. Also werden wir wieder bei 98% liegen. Erstmal wieder nach vorne. Und dann schauen wir mal auf unsere Felder. Feld 77. Ob das jetzt erntereif ist? Ja, komplett. Und 75 auch. Dann können wir die beiden Felder als nächstes machen. Ach, der fährt hier oben lang. Okay. Alle Richtungen ist gut. Ach, davor fährt auch unser Holzanhänger. Ich wollte gucken, wo wird der kleine Auftrag abgegeben. 70 war das. Oh, bei dem Hafen Schiene. Okay, da sind wir am Hafen ja total verkehrt. Da kommt er uns gerade entgegen. Bremse ein bisschen ab, also holst du den nur ein. Hier mit großen Schritten an.
Ich hoffe, hier wird nicht geblitzt, weil der fährt schon wieder ziemlich schnell. Dann schauen wir mal, wo ist er denn jetzt? Eigentlich hätten wir es im Zug verladen müssen, aber das ist eine Lieferung. Und dann werden wir uns mal hier an den Gleisen entlang tasten. Am besten warten wir ab, bis der Zug vorbei ist. Frage, woher kommt der? Woher kommt er jetzt? Kommt er von hinten? Kommt er von vorne? Wir müssen hier drauf abladen. Gucken mal. Gefährliches Ding. Also wenn wir sofort reingefahren wären, dann wären wir jetzt schon leer. Aber wir wissen ja auch, wir fliegen durch die Gegend. Ich will mal schauen. Roggen ist das ja. Wo kriegen wir denn für Roggen den besten Preis? Ist auch bei Hafenschiene und steigt sogar. Also können wir den einfach runterlaufen lassen, weil wir auch da ich gehe mal von aus, der Zug kommt von hier vorne. Da ist er nicht. Ich sehe ihn noch nicht. Das könnte klappen. Lohndienst. Und wir kriegen 1800, also 1900 dazu. Und die Leistung 1600, also wir kriegen fast das Doppelte raus. Abschließen. Der Zug ist immer noch nicht hier gewesen. Dann bitte zum Hof. Welchen? Oder nicht? Mir kam es gerade so, als hörte ich das Rattern, aber war dann doch wohl nicht so. Oh, und der ist hier gerade an sich zu beladen, nochmal mit Gerste für die Brauerei. Was haben wir denn hier noch drin? Wir werden auf jeden Fall nochmal fahren müssen. Was würden wir denn für die Gerste an der Brauerei kriegen?
Ist der Hafen wieder der Breyer und der niedrigste. Also da sollten wir nur das hinliefern, was wir für den Auftrag auch abliefern müssen. So, hier können wir mal. Nee, wir lassen es mal zu dem Drescher und schicken den auch mal zum Hof. Hat er keinen Weg? Ich würde mal sagen, der kürzeste wäre jetzt hier rum, aber ich kann mich auch täuschen. Er macht sofort aus. Müssen wir denn dann doch selber fahren? Ich weiß nicht, warum er einfach ausmacht. Er zeigt mir an, er will dahin. Aber mache ich noch mal einen anderen Test. Ich setze ihn hier auf die Straße. Nee. Nee. Dann werden wir den jetzt händisch mal zum Hof fahren. Obwohl wir jetzt fährt er. Ich weiß nicht, ob wir da genau, ob er sich da nicht entscheiden konnte, wie rum er fahren wollte. Ich weiß es nicht. Und du kannst wieder auf deine Beladungsposition. Ja, ein Stück weiter vor. Hier zwischen haben wir ja abgeholzt als erstes. Wir stehen von der Straße weit genug weg. Und er ist auf dem Rückweg. Ja, und er bleibt auf einmal stehen. Das ist natürlich auch ganz komisch. Habe ich auf anderen Karten auch nie gehabt. Dass er auf einmal. Hier macht er jetzt wieder nichts. Einfach stehen bleibt. Es könnte natürlich sein, dass der Abfahrer gerade kommt. Daran könnte es liegen. Aber sonst müsste doch keiner hier gewesen sein. So, dann würde ich sagen, wir fangen hier gleich mit dem Feld hier an. Was sagt die
werde einen größeren Bogen machen. So, und dann würde ich sagen, wir machen hier einen neuen Kurs. Feld 75. Können wir so nehmen. Abfahrt einstellen. Unser erstes Stroh. Der Baum. Das war mir doch klar. Nein, Quatsch. So. Prozent. War das eigentlich unkrautfrei und war gedüngt, oder? Ja, voll gedüngt, Unkraut und gepflügt musste nicht. Also hier werden wir den vollen Ertrag rausbekommen aus diesem Feld. Lass den erstmal fahren. Du stehst hier. Ich würde gern da mal schauen. Der ist schon wieder nah dran. Dann würde ich mal schauen, wo ist die Einfahrt vom Feld 75? Ist die hier gleich gegenüber? Nee. Okay, dann werden wir das wahrscheinlich von hier einfahren. Hier einmal drehen. Abbiegen. Das mit dem verbinden und den Endpunkt. Dann haben wir hier Feld 75. So, und dann haben wir das schon mal. Der Drescher kommt da gerade. Fahr dem mal ein Stückchen aus dem Weg. Geht jetzt da auf seine zweite Bahn, das ist okay. Und wir
versuchen hier nochmal vernünftig Gerste loszuwerden. Ja, weil, liebe Leute, das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Hot Online Farm mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.